Herzlich willkommen zum Mental High Performance Podcast, der Podcast für massive geistige Energie, Freiheit und ein gutes Leben. In der heutigen Episode möchte ich mit dir darüber reden, wie man Informationen im Gehirn viel, viel besser abspeichern kann. Und wir denken ja häufig, hey, wir lesen uns jetzt Listen oder Bücher durch, aber so funktioniert unser Gehirn nicht, so speichert unser Gehirn auch nicht. Unser Gehirn speichert nämlich nicht mit Listen, sondern mit Verbindungen. Stell dir das ein bisschen wie bei einem Baum vor, da hast du einen Stamm, das ist beispielsweise ein Thema, und davon ästeln sich dann einzelne Unterthemen weg. Beispiel, du hast das Thema Mein Partner, dann hast du da Essen, Vorlieben, Charakterzüge, Schrullen und so weiter und daran das wieder gespeichert. Und wenn du diese Funktionsweise einmal verstanden hast, dann gibt es noch einen interessanten Part. Denn wir wissen ja, use it or lose it. Das bedeutet, wenn Teile deines Gehirns oder auch Wissensareale nicht mit Energie versorgt werden, werden die vom Körper irgendwann abgebaut. Wie ein Muskel, den du länger nicht benutzt. Du kannst somit Wissen, was du für ein Studium oder aber auch für dein nächstes Ziel brauchst, viel leichter speichern, wenn du rundrum Fakten abspeicherst. Das merkst du auch, wenn du deine Schlüssel verloren hast. Dann gehst du ja nicht verschiedene Orte listenweise durch, sondern du versuchst, okay, wo war ich zu diesem Zeitpunkt? Was übrigens auch helfen kann, ist, was hatte ich an? Auch das ist dran gespeichert. Denn du findest deine Datenzellen im Gehirn immer, wenn du die benachbarte Zelle findest und ansteuerst. Von da aus poppen dann alle Nebengedanken auf. Und du merkst an dieser Stelle schon, wenn du nur versuchst, dir den einen Wissensfakt hinzulegen und den zu lernen, dann hast du einen einzigen Ast dorthin und den musst du gehen, um das aufrufen zu können. Die meisten haben nämlich das Problem, die haben das Wissen im Kopf, die kriegen es aber nicht aufgerufen. Das ist gespeichert, aber es fällt einem eben nicht ein. Und eine leichtere Abrufbarkeit bekommst du, wenn du noch mehr dran ankerst. Wenn du beispielsweise einen Lernkaugummi hast, das ist kein Witz, den du immer, wenn du ein bestimmtes Thema oder auch eine Sprache lernst, kaust, dann wirst du, wenn du dir nur diesen Geschmack vorstellst, schon die Nebengehirnzelle aktivieren und kommst somit leichter in den Modus dieser Sprache. Gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Du kannst es über Kleidung tun, du kannst es über Gegenstände auf deinem Schreibtisch tun oder eben über Nebenereignisse, über Hintergrundmusik. Wichtig ist zu verstehen, wenn du für dein Gehirn die maximale Leistung rausholen willst, dann solltest du über Anker arbeiten. Ankere an die Sachen, die du dir merken möchtest, Dinge, denn dann liegt die Entscheidung, was in deinem Gehirn bleibt, zu 100% bei dir. Mentale High Performance und Freiheit. Wenn du Fragen oder Themenwünsche für Episoden hast, dann ist hier definitiv mein YouTube-Kanal Benjamin Scholen oder aber auf meiner Webseite scholen.ae.com eine gute Anlaufstelle, um deine Wünsche zu äußern. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.